You now tuned in to Uptown's finest hip hop and R&B with DJ Ron and Fast Five. Was geht ab, Leute? Ich grüße HFT, checkt Uptowns Finest. Chavos wissen, wer DJ Ron ist. Dev. Und The Fast Five, baby, you know. Offenbar Frankfurt, ihm böse. Ja, Late Checkout hat er sich wahrscheinlich auch hier im Hotel in Chemnitz genommen, weil er war auf einer Party von DJ Max gebucht. Der hat Geburtstag gefeiert in Chemnitz mit einigen DJs und Hafti war da, hat ein bisschen gehostet und zwei, drei Songs performt. Ich habe mich am selben Tag, sozusagen nachmittags, mit ihm im Penta Hotel in Chemnitz getroffen. Und bei Winters Eisgarten an der Kasperl-Auffahrt auf dem Softeis. Genau, auf dem Softeis haben wir es getroffen. Korrekt. Und ein bisschen entspannt gequatscht. Das hören wir jetzt. Ja, also ich wollte kein herkömmliches Interview machen in dem Sinne, dass ich dir Fragen stelle, sondern ich wollte dir immer gern zwei Dinge geben und du musst dich zwischen den Dingen entscheiden, für was du sagst, okay, das würde ich lieber haben und begründen, warum. Also zum Beispiel die erste Frage ist Geld oder Ruhm? Money, auf jeden Fall. Geld, ja. Ja, weil man es mit Geld viel einfacher hat auf der Welt. Ja. Ruhm ist was Ruhm. Ruhm ist, wenn du nicht so viel Ruhe hast, wenn du rausgehst. Ja, deswegen würde ich lieber viel Geld haben und keiner sollte mich kennen, Alter. Das wäre mir am besten, am liebsten, Alter. Das ist das Coolste, auf jeden Fall, ja. Biggie oder Tupac? B.I.G., weil er für mich auf jeden Fall der coolere Rapper ist und besser rappt einfach, weil er die Stimme mehr feiert und seine Stimme und sein Style und ja. Biggie ist Biggie. Tupac ist auch krass, aber ich bin ja für Biggie. Bei mir geht's auch so. Ich bin mit Biggie groß geworden und habe Tupac eigentlich erst wahrgenommen nach seinem, oder was heißt wahrgenommen, aber so richtig cool gefunden nach seinem Tod. Vorher nicht. Es ist eine Größe, Tupac ist eine Größe, aber ich bin eher der Biggie-Fan, Alter. Und ja, es gibt, finde ich, krassere Rapper als Tupac auf jeden Fall. Ich feiere den West Coast Style auch nicht so krass. Ja. Ich bin eher so der New York, ich höre lieber New York Rap. Ja. Zum Beispiel Shine oder G-Dep. Es gibt auch viele andere Rapper, die ich auf jeden Fall krasser als Tupac finde. Tupac hat viel Charisma gehabt, so, weißt du, was ich meine? Als Person war er sehr interessant, aber seine Musik. Ja. Weil du gerade Shine sagst, hast du die neuen Shine-Sachen gehört? Und wie findest du die? Also die neuen Shine-Sachen sind auf jeden Fall katastrophal. Okay. Ich wollte auch ein Feature mit ihm machen, der Herr auf meiner rechten Seite, der Erfan, wollte mir ein Feature klären mit Shine auf jeden Fall, aber der hat dann irgendwie angefangen von irgendwelchen Dollar-Noten zu reden und dann haben wir auf jeden Fall abgelehnt und gesagt, der ist tot, Digga, so, weißt du, und man braucht ihn nicht so. Er würde uns vielleicht brauchen, dass er ein paar Konzerte spielt in Deutschland, aber ja, wir brauchen keinen Shine. Aber ich fand Shine sein erstes Album übertrieben krass, was über Bad Boy gekommen ist damals. Komisch, dass er da nicht so seinen richtig krassen Durchbruch hatte europaweit, weil es war echt eine übertriebene Platte. Puff Daddy hat sich da auch richtig reingehauen, glaube ich. Und die Videos, das war wirklich so Ende 90er. Krasseres Album auf jeden Fall als das Get Rich or Die Tryin', was dann von 50 kam, finde ich. So von Shine, das Album war übertrieben. Aber ja, 50 Cent war halt ein bisschen kommerzieller, ne? Beatstechnisch und harmonischer. Und Shine Gangster Rap Nummer 1 auf jeden Fall damals. Jetzt mit seinem komischen Schleier und wie der herumläuft. Ich war auch krass enttäuscht, also als ich die neuen Shine-Sachen gehört habe. Das fand ich irgendwie. Ich meine, guck mal, wenn du 10 Jahre im Knast sitzt wegen Mord, so, weißt du. Dann, der soll mal froh sein, dass er nicht als Transe rausgekommen ist, weil mit seiner Körperstatur auf dieser Insel zu landen, in diesem Knast, wo da die ganzen Verbrecher sitzen, also der soll mal froh sein, dass da auf jeden Fall noch rausgekommen ist, Alter. Ich will gar nicht wissen, was mit dem in der Dusche passiert ist, Alter, in New York, im Gefängnis, Alter. So, weißt du, dann hat er mal ganz schnell zu Gott gefunden und hat die Pumpgun mal zur Seite gelegt, Digga. So, weißt du, was ich meine? Ferrari oder Lambo? Lamborghini. Ja, Lamborghinis, ich finde einfach Lambos krasser, Digga. Lamborghini, einfach cooler, Alter. Das ist geilere Autos. Ja, Ferrari ist auch okay, was heißt okay, ist auch krass. Aber ich bin auf jeden Fall Lamborghini-Fan, Alter. Ja. Zu Hause oder 5-Sterne-Hotel? Zu Hause in meiner Bruchbude auf jeden Fall. Ja, lieber in meiner kleinen Wohnung außerhalb von Offenbach. Lieber bin ich da bei meiner Familie und 5-Sterne-Hotels, bin ich satt, Alter, ich habe so viele 5-Sterne-Hotels gesehen und irgendwann mal stehst du auf, Alter,
und fragst, wo bin ich hier, alle schon nach Hause, Alter, weißt du, ich mein. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich mag es halt im Hotel, mag ich halt einfach, dass du das, das räumt dir halt einfach dann jeder weg, du musst keine, nicht für Ordnung sorgen und es ist einfach so dieses Unbekümmerte. Vorteilhaft auf jeden Fall, aber zu Hause muss ich auch nichts machen, weil meine Mutter alles macht, Digga. Ja. Ja gut, dann ist es ja das beste 5-Sterne-Hotel, was man haben kann, eigentlich. Blondine oder Brünette? Ich stehe auf Frauen mit schwarzen Haaren, Alter. Ja. Tag oder Nacht? Also früher war es Nacht, Digga, aber mittlerweile bin ich so eher, weil ich meinen Job ein bisschen ernster nehme, versuche ich auch tagsüber aufzustehen und mein Ding zu machen. Nacht ist auch cool, natürlich, ne? Ich liebe es, nachts in eine Stadt zu fahren, wo ich zum ersten Mal bin und dann die Lichter mich packen direkt von der Großstadt. Oder wenn ich nachts lande im Flugzeug, finde ich das immer geil, wenn man die ganzen Lichter sieht. So. Nachts ist auch geil, Alter, auf jeden Fall. Night, the night. Aber das heißt, hat sich dein Tagesablauf ein bisschen geändert? Stehst du jetzt früher auf sozusagen und nutzt den Tag mehr? Auf jeden Fall, ja. Tag ist Leben und nachts ist Tod, Digga. Uptown's finest.